Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute Tag 1. Wir sind mitten in der Nacht, wir sind vollgeballert bis zum geht nicht mehr mit sämtlichen Scheiß. 5 Sandwiches, also verhungern werden wir schon mal nicht, wir haben für Notfall auf jeden Fall Essen. Ich muss jetzt mal ein bisschen eben hier aussortieren. Blei brauchen wir jetzt am Anfang nicht. Autoreifen finden wir auch wie Sand am Meer. Müssen wir auch nicht mitschnellen. Motor muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Das kann auch noch weg. Saaten nehme ich alle mit. Essen sieht gerade wild aus. Das heißt, ich müsste mir das reinziehen. Dann muss ich meinen Kaffee trinken. Oder ich riskiere es. Aber da verliere ich Gesundheit auch. Ich habe halt noch keine Vitamine. Gut. Wir werden das Stück Fleisch essen. Habe ich sonst noch Essen mitgenommen? Nee, ne? Kaffee gibt uns 24 Wasser. So. Unsere Mutti entdeckt. Jetzt müssen wir mal kurz sprinten. Im Idealfall nicht in einen anderen Zombie rein. Dingen ist, ihr müsst irgendwann aufhören zu sprinten. Weil, wenn ihr dauerhaft sprintet, werden die euch dauerhaft verfolgen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders, wie es sonst war. Also wir werden noch ein bisschen weiter, aber wir haben es ja vorhin auch gesehen, das ging ja auch. Wir müssen halt einfach ein bisschen weiter weg. Die Mutti triggert uns noch, die anderen sind wir schon los. Müssen wir mal hier hinter so ein Bäumchen gehen. Ach, da steht sie schon da hinten, die Mutti. Okay. Ja, wie ihr seht, das geht schon, ne? Aber ein bisschen trickiger wie sonst, muss ich sagen. Sonst war es noch einfacher. Sonst bist du 10 Meter weit gelaufen. Und gut war. Ja, ich würde die Schlange natürlich gerne mitnehmen, aber jetzt kommt Mr. Zombie. Regen. Geht ja gerade nicht. Gut. Ja, ihr seht hier schon mal vielleicht zur Erklärung für den einen oder anderen. Ihr seht ja hier öfter. Ja, man lootet, du hast das gleiche Alarm. Ihr seht ja hier öfter, dass da Repair dran steht. Dann kann ich die Karren reparieren, brauche ich aber Repair-Kits für. Und die sind nicht billig zum Herstellen. Also wenn ihr denkt, ja, da gibt es jetzt verlorene Karre. So einfach ist es nicht. So. Ich glaube, ich mache jetzt aber erstmal ein, zwei Bäumchen hier eben. Und nehme mal einen Stoni mit, mal gucken. Weil hier ist gerade kein Zombie in der Nähe. Mal gucken, ob irgendwas kommt, wenn wir hier rumkloppen. Let's go, let's do it. Ansonsten, wir sind Folge 3. Es kann auch mal sehr gut sein, dass ich keine Cam mehr habe, ne? Wenn ich so unter der Woche was aufnehme. Und mich jetzt nicht danach fühle, dann ist die Cam halt auch mal aus. Das aber nur zur Info. Wenn da Bescheid wisst, soll ich nicht wundern, das kann halt mal passieren. Gut, aber ansonsten haben wir echt einen Start nach Mars bisher gehabt. Wir sind voll mit Trinken. Was heißt voll? Wie 83, das nehme ich mal als voll. Ja, Essen könnte besser ausschauen. Mit 54 ist gerade nicht so geil. Aber wir haben einen Cooking Pot, den wir die 4G bauen am nächsten Tag direkt.
Idealerweise kriege ich es jetzt hin, in der Nacht zu luschern. Ob hier noch eine Butze steht irgendwo, dass wir die vielleicht erstmal nehmen. Oder ob ich direkt selber irgendwas Kleines baue. Könnte ich halt auch tun. Oder schnell die Fortune stellen, Kugelpot machen, dann können wir auf jeden Fall Wasser klar machen. Weil ihr seht, im Airmod bekommt ihr Gläser wieder. Ihr könnt keine Gläser herstellen, aber ihr bekommt Gläser wieder, wenn ihr was trinkt. Ist ein bisschen vereinfacht im Gegensatz zur Vanilla-Version, aber das ist mir einfach zu unlogisch, wenn man ein Glas Wasser trinkt, dass man das Glas mit isst. Also. Und Gläser werdet ihr, verliert ihr ja immer noch, wenn ihr Kleber herstellt. Ne? Jetzt auch nicht so als. Und das sehe ich wieder als sinnig an, weil wenn ihr Kleber herstellt, da haben wir ein Türmchen, ist das Glas halt so dreckig von dem Kleberzeug, dass ihr es nicht mehr nutzen könnt. Ja, wir sind hungrig, wir haben weniger Ausdauer. Das ist natürlich scheiße. Wenn man da noch zum Böse kommt. Aber ihr seht, sie interessiert sich noch immer dafür, dass ich einen Baum haue. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Holzen, weil, ja, wenn ich selber bauen sollte, dann gleich muss ich natürlich, wenn ich jetzt auf Holz aufwerten. Ne? Aber wir haben auch ein bisschen Cobblestone. Also eigentlich könnten wir auch direkt selber was Kleines zimmern. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das hat früher die Zombies noch getriggert, interessiert sie heute auch nicht mehr. Okay. Nice to know. Hier ist natürlich ein bisschen unübersichtlich alles. Da ist noch ein Reh. Wäre natürlich noch Premium, wenn wir zwei Stück hätten. Problem ist, ja, ich war frontal, das hat uns gesehen. Ein Dicker von mir. Der sich natürlich triggert, aber der ist so lahmarschig, der interessiert uns eigentlich nicht. Bleib doch mal ruhig stehen jetzt, ey. Immer noch nicht. Dicker. Alto Knalto. Mr. Verwalto. Ja, nice. Also unseren Auftrag haben wir schon erledigt für die Nacht hier. Wir haben zwei Rehe. Das ist mega gut. Wir werden noch ein, zwei Bäumchen machen. Und dann werden wir Richtung unserer City gehen. Also unseres Händlers. Joa. Ich glaube, ich werde erstmal irgendwie eine Butze einnehmen, wenn wir da irgendwas einigermaßen abseits haben. Weil ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt hier... Klar, wir können uns hier hinbauen. Hier hätten wir Wasser, da haben wir aber auch Wasser, hier haben wir Wasser. Also Wasser ist nicht das Problem. Hier haben wir auch die Hütte, die größere. Ne? Könnten wir vielleicht sogar nehmen erstmal. Weil was ich sagen wollte, wenn ich jetzt hier hinbaue und keine Ahnung, wir machen hier noch frei und sowas und hier ist dann auf einmal so ein Lager oder so, noch irgendwas Geiles. Ich meine, die Stadt ist eh Rotze, ist eine Straße, die ist ein Tacken besser. Ja, weiß ich nicht.
Weiß halt auch nicht, wie lange ich bleiben werde so an so einem Ort. Aber wir können natürlich sagen, wir machen irgendwie so eine Standardbutze, so 7x7, so einfach nur aus Holzen, die Ecken aus Cobblestone, Fenster rein, Spikes vor, dass wir rauskloppen können, falls mal eine Wanderhorde kommt oder so. Das muss ja auch nichts Wildes sein. Na, muss ich mir mal überlegen. Müssen wir mal ein Design überlegen, vielleicht. Dass ich so eine Unterwegsbutze habe, quasi. Könnte natürlich einfach nur eine Plattform machen. Ja, mal schauen. Aber ist natürlich immer so eine Sache, wenn ich die Forge jetzt gleich baue, was wir schon mal vorbereiten können. Leder, Hammer, Klebeband sollten wir auch haben. Wenn nicht, haben wir Kleber, können wir herstellen. Eisenrohre habe ich, Pflastersteine habe ich, Holzklotz können wir herstellen. Ist halt immer scheiße, die irgendwo hinzustellen. Oh, Chrysanthemium. Goldrute. Und man zieht dann weiter so, weißt du? Ich meine, klar, kostet jetzt nicht die Welt, aber wir haben am Anfang halt auch nicht so viel Ressourcen, dass man sagt, drauf geschissen. Da sollten wir schon Forge und Wassersammler oder Tausammler direkt bauen und hinstellen und nicht dann sagen, ich nehme den Mist wieder auf. Ich meine, beim Tausammler ist jetzt nicht wichtig, den können wir natürlich wieder aufnehmen. Aber bei der Schmiede ist es halt schon nervig, wenn die dann voll ist und man will sie dann mitnehmen. Ja, aber gucken wir jetzt mal. Latschen jetzt mal zu dem Haus. Weil das liegt an der Straße. Es ist zwischen beiden Cities. Der Händler ist nicht weit weg. Hier. Da ist Wasser. Da wäre auch Wasser. Und ich glaube, das war dieses komische. Ja, es ist halt wieder so Standard-Kackhaus halt eigentlich. Weiß ich nicht. Ja, viele Zombies hier gerade. Ich guck mal. Wir gehen mal hin, wir gucken mal, welches das war. Aber ich glaube, das war dieses mit den Stelzen, mit diesem Keller da und so. Aber gut, zum Start, scheißegal. Also, wir sollten es nehmen. Ist relativ groß, heißt, ich müsste viele Spikies drum setzen, dann, wenn ich es wirklich sicher haben will. Ja, wir schauen mal. Wir gucken mal, was es war. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ansonsten haben wir unseren Auftrag für die Nacht hier erledigt. Das mehr als zufriedenstellend. 2 Rehe, 3-4 Bäume haben wir umgehauen. Dann können wir jetzt noch ein bisschen aufklären. Es sei denn, uns läuft noch mal ein Reh vor den Bogen oder so. Dann sind wir natürlich am Stissel. Das ist das denn? Da waren wir doch noch gar nicht, oder? Ach, da sind wir nur durchgesmasht vorhin, ne? Okay, ja gut, das habe ich noch nicht gehabt als Putze, als Startputze. Finde ich sehr groß auch. Aber gut, dann nehmen wir das. Da ist ein Reh. Wird wahnsinnig, Alter. Wenn wir das auch noch gecasht kriegen, können wir am Morgen hier die Putze klären. Ja, natürlich direkt beim Dicken wieder. Ja, sehr groß die Butze, ne? Aber ich werde sie trotzdem nehmen. Oh, Digga, geh mal weg, Alter. Geh mal rein. Jetzt hat das Reh mich getriggert und geht auch rein. Ja, Halleluja. Genau, Mr. Reh, geh mal hoch. Hoch wäre gut. Kann ich nämlich nachziehen.
Können wir es vielleicht hier abfangen? Ja, komm, es sieht schon stylisch aus. Wir nehmen das auf jeden Fall erstmal ein, wenn Tag ist. So, wo ist Mr. Reh da? Och, der war doch eigentlich noch gut, ey. Das Problem ist, die sind so flippig dann. Du hast keine Chance. Ihr seht es ja, die laufen ja dann nicht gerade in eine Richtung. Okay, das sieht gut aus. Und natürlich reicht wieder einer nicht. Aber wenn es sich einigermaßen schnell beruhigt. Wenn wir keinen Zombie triggern würden. Schönes Ding! Ja, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Weil dann kann ich den Scheiß jetzt gleich schon mal im Haus lassen. Ballern wir da jetzt eine Kiste hin, packen den Zeug da rein. Und smashen wir kurz zum Händler. Weil da habe ich noch mal einen Chili-Eintopf, den können wir uns reinpfeifen. Holen den Scheiß, räumen dann erstmal das Haus frei. Ich kann aber auch ein bisschen verbranntes Fleisch. Ja, laufen wir direkt in den Zombie rein. Ein bisschen verbranntes Fleisch gleich schon mal im Campfire hier anwerfen. Wenn wir einen Cooking Pot haben, können wir verbranntes Fleisch essen, ist gar kein Problem. Können wir Wasser abkochen. Haben wir keine Kopfschmerzen mit. Naja, der ist so weit weg, alles gut. Ja, mal einen Sprinter. Dein Ernst, Junge? Töte dich auch, ist nicht das Problem. Ja, komm her. Ja. Idiot. Dann bringst du sogar eine Loot mit. Das ist natürlich nett von dir. 29 Schuss und Gobbelstonis. Da sollte man mal öfter ans Bike setzen, wa? Der Premium, ey. Wollte ich eigentlich auch als Favorit setzen. Machen wir gleich zwei. Digi. Na, ich setze eine hier draußen im Garten hin. Da ballern wir dann mal alles drin. Da ist der andere Dicke. Da kann ich auch eine Garage unten rein hinstellen. Aber hier ist schön. Hier können wir gleich den Garten, können wir gleich für Felder nehmen und so. Oh, da steht noch ein Zombie. Ja? Oh, das, der hat mich nicht gesehen, Alter. Obwohl, wenn jetzt Tag ist. Ja, wir machen jetzt hier quick and dirty erstmal.
Ihr seht, hier sind ganz schön viele Zombies auch noch in der Wildnis unterwegs. Die Schlange auch tot. Sehr gut. Level up. Bist du auch endlich wach geworden, Junge? Alter. Alter, wie viele Stiche er hat, braucht. Blutest du wenigstens? Halleluja. Weiß zwar nicht, was da noch bluten kann, aber... So, könnten wir jetzt hier mal die Dicken noch einfangen, die hier rumgetingelt sind und hier Tingeltangelbob und so. Komm einfach mit, Junge. Dass hier das Haus und die ganze Umgebung einmal clean ist, dann haben wir hier mal ein, zwei Ingame-Tage Ruhe auf jeden Fall. Hier ist auch noch der Dicke, da ist ein Kriecher raus geworden, okay. Da steht der Dicke. Na gut, das wird nicht, die Kiel nicht zusammengezogen. Die einzeln töten. Allerdings, er kommt hier. Ich wollte gerade sagen, Junge, stell dich jetzt nicht so doof an, gehen die Spikes, ey. Hast du es endlich geschafft? Bist du hier oder was? Schutzblock. Okay. Ja, 24. Ich könnte jetzt zum Händler zurück oder wir versuchen, ob wir hier Essen finden. Das sind halt die beiden Optionen, die ich gerade habe. Deswegen werde ich den Bums jetzt hier mit Spikies arbeiten. Alter, schreck mich doch nicht so. Komm da raus. Nur eine Modi, okay. So. Nicer, dicer, 4. Da können wir vielleicht schon gegrilltes Fleisch machen, weiß ich gar nicht. Jungs, ein Snack? Einfach nur ein Snack. Wo war denn die Küche hier, ey? Einfach nur ein Snacky wäre gut. Achso, da lag ja auch noch was hier drin, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Doggy ist oder nur eine Leiche. Aus eine Leiche. Hier ist der Dicke wieder. Komm, den mache ich eben. Ja, komm. Darf nie ein. Ja, ich habe gerade eh keine Ausdauer zu fighten. Ich habe 20 Essen, Alter. Und so muss ich gleich Gammel Sandwich essen. Und hoffen, dass wir keine Scheißerei... Oh, Glück gehabt. Eine Scheißerei kriege ich. Ja, der hätte sich sonst jetzt in die Luft gesprengt. Das hat auch im Airmod, sprengen sich die Dicken in die Luft. So wie die Copies.
So, dann haben wir den auch schon mal eliminiert hier. Das ist ein Zombie. Mach werden. Könnt ihr ja mal sterben und könnt ihr ja mal ein bisschen Essen droppen. Macht er aber nicht. Na, ich bin doch doof, ich sollte das mit der. Obwohl kann ich ja auch mit der Dingens machen. Ne? Okay, da geht's unten. Später mal angucken. Ja, wir machen den Bums hier schon mal auf. Setzen da dann eine neue Tür rein. Oh, da war die Küche rechts. Können wir. Mach mal zu eben. Hinten ist der Main Loot. Da oben ist aber noch Essen drauf. Oh, ein Pai. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Läuft ja wieder hier für uns heute. Ja, der Dicke. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir noch so ein Jim Bob. Ja, nice, ey. Dann haben wir Essen. Jetzt haben wir natürlich Trinken, aber da machen wir gleich ein Campfire. Alles gut. Können wir eigentlich schon mal. Ich habe keine Steine, nämlich in die Karre gepackt. Boah, Junge, du machst ja komische Sounds, wenn du stirbst. Okay, ich höre noch eine Mutti. Servus. Kannst dich gerne nur ein bisschen anknabbern. Und dann mache ich den Rest. Mal so langsam auch ein bisschen leveln. Ja, auch ihn nehme ich noch weg hier. Den Dicken. Wie gesagt, einmal die Umgebung hier klären ums Haus rum. Muss natürlich noch das Haus fertig klären, das ist natürlich noch nicht fertig. So. Perfekt, ey. Ich werde jetzt aber eben mal schnell ein Campfeuer stellen. Wir werden schon mal Wasser abkochen. Haut das auch nicht mehr so viel Haltbarkeit hin. Das soll ich mal lieber raus, ey. Da. Campfeuer, ne? Ach so, ja, ohne Cooking Pot ist natürlich schlecht, wa? Scheiße, ey. Doch einmal zum Händler ballern, ne? Oder haben wir hier genug Klebeband? Egal, komm, wir gehen mal eben rein. Unten sollte ja nichts mehr gewesen sein. Natürlich kommt noch so ein verkackter Spider ein. Perfekt.
Das ist schon hier runden. Ach, das ist das mit dem Seil hier. Junge, wo bist du? Okay, der kommt da nicht hin. Ist das eine Scheißhose oder was? Ja. Auf dem Dach oder was? Ach, Junge, Alter. Oder er ist hier durch den Gang hier, wa? Irgendwo unten drunter. Bin verwirrt, Leute. Scheint da oben zu sein. Okay, da bin ich an der Garage. Das ist im Garten, ey. Was ist denn los mit dir, Junge? Zwei. Wow, ist eine Horde. Das ist dann eine Wanderhorde wahrscheinlich. Oder es sind einfach zwei. Oh, geh mal schön rein, Junge. Okay, nice. Keine Ahnung, ob die jetzt zum Haus gehörten, nee, oder was. Ist mir auch wurscht. Die sind tot. Das ist die Hauptsache. Haus ist sehr wild aufgeteilt hier. Viele Zugänge und so. Da müssen wir halt echt mal gucken, wo wir hingehen überhaupt. Wahrscheinlich, wenn wir es super sicher haben wollen, ist wahrscheinlich das Dach die beste Option, ey. Das könnte noch wild werden. Naja, gut. Leute, das war's erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen. Lasst einen Daumen nach oben da. Gerne einen Kommentar für ein Algo, wa? Und dann, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert natürlich den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir kurz zum Händler smashen und dann schnelle Forge bauen, Cooking Pot, Essen, Trinken, Abfahrt. Tschüssi.